Bei mir steht das Darmenier Juror, der von Anfang an, ja wirklich, die Finalisten mit Argusaugen beobachtet hat. Er ist der Chef von Universal Music, Bogdan Roščić. Bogdan, glauben Sie, wird es ein sehr, sehr kurzes, ein sehr enges Ergebnis gewesen sein oder war es ein Erdrutschsieg? Ich habe keine Ahnung. Sie haben ja bei Confetti TV vor wenigen Tagen ein Kuvert abgegeben mit Ihrem Tipp drinnen. Da ist Otto Wanz, glaube ich, drin gestanden. Warum? Ich habe mir gedacht, falls er zufällig auftaucht und sich auf die Bühne stellt, wird es sicher ein Erfolg werden. Wäre ein schöner Überraschungskandidat gewesen. Ich hätte aber auch sofort für Rolf Rüdiger, auf Rolf Rüdiger getippt, aber der ist ja auch nicht gekommen. Alles klar. Hier drinnen steht das absolute Ergebnis. Wie viel Prozente sind für Michael abgegeben worden, wie viel für die Christina? Wir reißen mal hier. Mach du das, machen Sie das, Herr Bogdan Roščić. Wir haben es ausgemacht, wir sind bei Sie. So. Ich war auch ein bisschen überrascht. Okay. Okay, und hier ist the result of the Austrian jury. Im zweiten Voting abgegebene Stimmen. 3.058.171. Davon entfallen. Wie viel auf die, mach mal den zweiten Platz, Christina. Also auf Christina sind von diesen 3 Millionen, in der ersten Runde müssen es demnach 2,9 gewesen sein, weil insgesamt waren es ja 5,9. Also auf Christina sind von den 3 Millionen in der zweiten Runde 46% entfallen. Oder genau, um genau zu sein, 46,46%. Das heißt nach Adam Riese, dass auf den Michi Tschugnal 53,54% entfallen sind. Also doch ein sehr deutlicher Sieg. Was hat das jetzt ausgemacht? War es vielleicht auch der Mut, sich selbst ans Klavier zu setzen, ein selbstkomponiertes Stück vorzutragen und wirklich dann auch live zu spielen? Ja, ich glaube einfach, dass dieser Mut honoriert wurde. Und es gehört ja auch was dazu. Sich da so wirklich allein hinzusetzen und etwas zu singen und zu spielen, das kein Mensch noch je gehört hat, außer seiner Freundin offensichtlich. Ich glaube, dass das den Ausschlag gegeben hat. Wer hat sich denn am meisten verändert über die Wochen? Wir haben ja alle Kandidaten wirklich mitverfolgt. Die ersten Castingbänder haben wir auch gesehen. Wer hat sich am meisten verändert von den dreien? Auch da würde ich fast sagen, der Michi. Zum Beispiel die Christel war ja von Anfang an, die war ja am Anfang wirklich so unglaublich dominant, zumindest für mich. Die hat ihre Qualität auch gehalten. Aber der Michi ist ja eher hineingestolpert in die Finalrunden, wie wir uns erinnern. Und dann, er stolpert immer noch so ein bisschen unbeholfen und schüchtern auf die Bühne, aber heute Abend, er stellt sich hin, It's My Life Bon Jovi, und ja, es war ja unglaublich. Also hat auch eine Bühnenpräsenz entwickelt. Ich habe irgendwo gelesen, er ist so der Schüchti, und das stimmt überhaupt nicht. Wenn er auf der Bühne ist, erwacht das Tier in ihm. Vielen Dank, Bogdan. Ich bin gespannt, welche Single ihr mit ihm aufnimmt in Los Angeles mit Peter Wolf.